Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einem neuen Baustep hier auf meinem Kanal. Und ich würde sagen, wir reden nicht lange drum herum, wir legen einfach los. Viel Spaß. So, nächster Bauschritt. Ich lade mal das Zeug an. Sagt übrigens, ich habe heute schon was bekommen, habe ich bei eBay bestellt. Hier gelbe Stopper. Was habe ich in der Zwischenzeit gemacht? Eine ganze Menge und ich hätte echt kotzen können. Ich habe diesen Teil neu gebaut, ich habe diesen Teil neu gebaut und auch hier vorne das. Habe dabei gravierende Fehler festgestellt, die ich da reingebastelt habe. Nee, im Ernst, es sind ein paar Bauteile falsch zwischen gewesen. Das heißt, hier unsere eine Sorte, die ich aus dem Karton den Kasten entnehmen musste, ist auch wieder da. Die hatte ich prompt falsch eingebaut. Ja, dieses Set hat es in sich. Aber jetzt ist das hier tatsächlich fast soweit fertig. Upsala. Muss jetzt hier mal gucken. So, genau, weil das hatte ich vergessen, hier drauf zu stecken. Ja, jetzt passt das auch. Diese Seitenteile passten hier rein. Dieses ist komischerweise etwas schief. Warum auch immer, das ist auf beiden Seiten. Nee, das passt hier insgesamt nicht. Sagt jetzt nicht, ich muss hier auch noch mal dran. Das ist irgendwie. Das passt. Aber das hier nicht. Da werde ich noch mal ran müssen, glaube ich. Das ist zu hoch. Warum ist das zu hoch? Ist da noch gerade auf jeden Fall. Ach so, wartet mal. Wenn. Ich muss mir das noch mal angucken auf der Seite, weil da passt irgendwas nicht. Und so findet man immer wieder kleine Fehler, ne? So, das war jetzt nicht die Fahrerseite, sondern die Beifahrerseite. Wir waren auch hier irgendwo bei 100 mittlerweile angekommen. Ist das jetzt schon D? Doch, das ist D, ne? Genau. Nee, das ist nicht D. C. Das waren die letzten C-Schritte. Hier sind wir gewesen, da. Bis hierhin sind wir gekommen. Ich habe übrigens eine neue Lupe. Hier muss ich noch mal gucken mit dem Ding. Das passt ja so irgendwie überhaupt nicht. Das ist das Ding. Das haben wir. Das ist alles okay. Das. Genau hier. So, das an. Wo ist denn jetzt gelassen? Hier. So, es ist so, dass ich in diesem hier den da mal rausziehen muss. Aber die Zange für ist das reichlich eng hier und ich habe keinen Bock zum hunderttausendsten Mal diesen Sitz auseinanderzunehmen. So, den brauchen wir. Dann haben wir jetzt dieses Bauteil. Das liegt so. Das kommt hier hin.
der kommt so rum da rein. Pinne, die hängen in der Luft. Das ist ja unglaublich. Frage ist nur, wie kriege ich das jetzt da raus, ohne großartig irgendwas zu zerstören. Also dieser hier sitzt definitiv falsch, würde ich mal behaupten. Der hat da oben überhaupt nichts zu suchen. Den hier noch mal runter. So, pass auf. Das ist klar, wo es hingehört. Aber hier. Den nehmen wir da einmal raus. Den machen wir nochmal, glaube ich. Da ist ja gehörig was falsch gelaufen. So, so haben wir den jetzt. Dann haben wir dieses Bauteil. Das liegt so rum. Das liegt so rum und der kommt ins dritte Loch. Das dritte. Ja, das ist das erste. Hier ist das dritte Loch und liegt dann davor. Das ist auch soweit okay. Dann kommt It Baby. Da kommt der da oben rein. Wenn wir das dann hier so haben, dann liegt das so. Guck mal, und hier stimmt doch schon wieder irgendwas nicht. Den hier auch noch mal auseinander. Da fehlt nämlich schon wieder ein Bauteil. So schnell geht das. Ganz ehrlich, einmal nicht richtig geguckt und schon geht's rund. Ich nehme das jetzt absichtlich noch mal auseinander, damit wir den neu bauen. Ja, man sollte das in konzentrierter Form machen, sagen wir mal so. So. Machen wir das jetzt auseinander. Pass auf, machen wir das nochmal komplett neu. Legen wir uns die Sachen hier einmal hin. 1, 2, 3, 4, 5 Pinne. Hier fehlt nämlich jetzt ein Teil. Habe ich übrigens schön zusammengeschoben. Schade, ich dachte, ich hätte es gefunden. Es sei denn, den habe ich schon wieder irgendwo hingebaut, wo er nicht hingehört. Hier ist er nämlich nicht mehr. Das ist echt
eine Herausforderung, ganz ehrlich, Leute. Wenn wir den jetzt irgendwo anders rausnehmen, dann fehlt er logischerweise. Die Sache ist nur, wo könnte ich denn reingebastelt haben? Oder der ist halt wieder wirklich im falschen Kasten gelandet. Haben wir hier tatsächlich nicht drin. Wie gesagt, wenn er irgendwo falsch gelandet ist, wird er wieder auftauchen. Ansonsten muss ich sehen, wo ich ihn herkriege. Vielleicht habe ich ihn auch hier aus Versehen mit reingeschmissen. Ich muss mal eben gucken, ob hier einer ist. Dann würde ich mir den rauspicken. Sollte bei späteren Bauabschnitten etwas fehlen, dann muss ich die dann wohl oder übel nachbestellen. Dann habe ich nämlich irgendwo reingeflanscht, wo er hingehört. Solange wie das der Funktion keinen Abbruch tut, ist es ja noch egal. So einen wollte ich haben. Okay, also auf ein neues. Wir haben dieses Ding mit den Löchern nach oben. Hier kommt der blaue hin. Hier ein Pin rein. Hier ein Pin rein. So weit, so gut. Dann das nächste. Das Ding hier drauf. Und an der Seite Imsen. So. Dann haben wir Aim. Hier einen rein. Die hätten wir jetzt auch stecken lassen können. Egal, wir haben sie rausgezogen. Und wie war das? Ein Loch. Frei und dann kommst du hier hin. So sieht das doch schon schön aus. Dann haben wir, liegt das Ding so, dann haben wir den, der wird hier drauf, hier ganz unten, das sauber liegt, der rote kommt da oben rein. So, dieses ganze Gebilde muss jetzt, hier ist eine Achse, da fehlt jetzt aktuell gerade der Pin. Stecken wir da rein. Und dann was ist doch hier oberfaul. Der so, dann sitzt der so und der kommt mit dem letzten hier drauf. So, dann sitzt er hier drin, schief wie die Nacht. Und der hier
trotzdem schief, oder? Nee, so sitzt er jetzt gerade, tatsächlich. Beide Seiten gleich. Gott. Leute. Dann haben wir den da. Den haben wir hier schon gebaut. Der sieht dann, wenn er fertig ist, guck mal, da ist er, den wir eben gesucht haben. Da taucht er jetzt wieder auf. Drecksack. Warum finden wir den eigentlich nicht dann, wenn wir ihn brauchen? So, den so. Hier kommt ein Pin rein. Dieses Gebilde. Perfekt. So, dann haben wir hier das. Aber es ist immer wieder beruhigend zu sehen, dass irgendwelche Teile doch irgendwo wieder auftauchen. So, den können wir so sitzen lassen. Der kommt dann so und... das Winkelstück hier. Den hatten wir eben schon. Der kommt nämlich dem Ding an den roten, glaube ich. Ne? Kann das hinkommen? Ne, kann das nicht. An den schwarzen. Aber richtig rum. So rum nämlich. Und wird dann auch hier aufgesteckt. So. Ey Leute, hör auf, die Tüte anzuknabbern. Du, wenn die hackt's. Der hier kommt an den roten. Wie ist denn das? Der, das stimmt schon. Passt schon. Irgendwie hatten wir das Ding schon mal dran, aber macht ja nichts. Man kann ja gerne auch alles doppelt und dreifach machen. Das Teil kommt hier durch.
entsprechend. Hier unten ran. Perfekt. Dann haben wir noch ihn mit ihm zusammen. Das steckt dann hier drin. Fantastisch. Und dann hatten wir genau noch den hier. Das ist so eine dünne Stange. Da wird er aufgeklipst und kommt dann hier oben in das rote etwas. Wird schon für irgendwas gut sein. So, bis dahin sind wir gekommen. Jetzt haben wir es zum fünften Mal gefühlt gebaut. Keine Ahnung. Okay, angebaut haben wir es. Das ist soweit in Ordnung. Dann können wir jetzt zum nächsten Bauschritt kommen. Endlich. Es geht weiter. So, wir brauchen einmal... Was ist das? Ach, guck einer an. Ein schwarzer. Gut, dass da nichts drauf steht. Aber es können eigentlich nur die sein. Das sind zwei Stück in schwarz. Ihr seid jetzt sehr interessant. Ach so. Da ist ein blauer Pin. Da rein. Ist euch das nicht früher eingefallen? Alter, jetzt fummelst du hier wieder in irgendwelchen Löchern rum, brichst dir halb die Finger und hast wahrscheinlich dann wieder später drei Viertel vom Auto wieder auseinandergebaut. Nee, ausnahmsweise nicht. Gut, du bist weg. Wunderbar. Wo soll der denn hin? Ein Ende stopfen wir hier rein. Das ist übrigens Gummi. Das andere Ende kommen wir ja nicht ganz weit. Ah, okay. Das ist leicht. Das kann ich sogar. Okay, pass auf. Wir haben... Da ist diese Armlehne. Da müssen wir durch. Unglaublich, ich zeige euch das gleich. Wow, da kriegen wir jetzt hier diese schicke Seitenlinie hin, von hier nach da runter. So, jetzt brauchen wir noch ein Gummi. Gummis sind wichtig. Naja. Der saß noch nicht richtig drin. Aber okay. Nicht weiter schlimm. Ja, sehr schön. Passt. Mann, sind wir gut. Jetzt habe ich mir eben schon gedacht, Mensch, so viele Teile wie hier noch angefordert werden, hast du ja gar nicht mehr. Habe ich übrigens schon gezeigt, hier gelbe Pinupsis, die ja natürlich nicht zu diesem Bausatz gehören. Aber damit kann ich dann Achsen stoppen, ohne dass sie wieder rausfallen. Ich glaube, hier könnten wir sie tatsächlich schon wieder gebrauchen. Jetzt müssen wir mal gucken. Schon wieder sehr interessant. Wir brauchen einen schwarzen Pin, endlich mal wieder neue Teile, ey. Die anderen habe ich alle irgendwo schon gesehen. So, dann brauchen wir das Ding.
Wir brauchen den grauen. Das Ding, was ich eben hatte, brauchen wir glatte zweimal. So, das heißt, wir bauen das, wir bauen den da drauf, den hier drauf. Perfekt. Sind wir fertig. Und nun? Wo soll das hin? Man weiß es nicht. Dann gucken, sind das schon die großen? 2, 3. Den vierten haben wir gar nicht. Da ist der vierte. Doch, das sind dann die. Dann brauchen wir nicht den, sondern den zweimal. Wir brauchen einen schwarzen Zweier. Wir brauchen so einen Bogen. Wir brauchen diese Platte, einen Abstandhalter, wenn wir denn noch welche haben. Könnten aber auch ganz woanders drin sein, nämlich hier. Hier ist er auch. Da steckt er. Ein Abstandhalter und eine graue Achse der Länge 5. Wunderbar. Was machen wir jetzt? Ach so, das müssen wir erstmal bauen. So, hier steht natürlich jetzt drauf, dass hier irgendwelche Aufkleber drauf sollen. Auf die eine Platte. Hier wollen wir mal eben gucken, was. Alter Schwede. Abgehauen. Ne, hier ist er. Haha! In letzter Sekunde gehalten, ey. Habe ich hier irgendwie alles durcheinander gewürfelt, oder? Ich bin ein Künstler. So, pass auf, die Achse. 1, 2, 3, 4 davon. 1, 2 davon, den. Den, den, den. Hier ist der Zweier. Und hier ist die Achse. Wunderbar. So, jetzt gucken wir mal, weil hier habe ich nämlich auch ein blaues Ding. Das ist C106. Das ist auch geändert, das hatte ich ja eben gesehen mit dem Dreier. So, hier haben sie es auch beigeschrieben. Ja, das ist alles schon entsprechend. Also ich habe anscheinend eine aktuelle Version, weil irgendwer hatte sich ja auch über diese blauen Felgen mokiert. Und ich habe jetzt hier tatsächlich schwarze dran. So, wir haben eine Platte. Und da soll der Aufkleber 3 drauf, das ist Bimsen hier. Dass es wieder so passt, ist das, lassen wir mal wieder dahingestellt.
Ja, geht. Haut hin. So, das haben wir gemacht. Der kommt dann wie rum? So rum da drauf. Dolle Technik. So rum ist das richtig? Ja, anscheinend. Dann kommt er da drauf. Er da drauf. Der hier rein und das Ganze da drauf. Und dann ist auch der Fusch mit dem Aufkleber weg. Dann haben wir hier eine wunderschöne Konsole. Die kommt dann hier drauf. Irgendwie hier rein. Vielleicht, wenn es denn passt. Natürlich wieder genau falsch gemacht, ne? Klar. Es war nicht anders zu erwarten. Ach, Kinder. So, pass auf. Das Ding haben wir so. Und der kommt so rum da rein. In der Mitte. Gut, das wäre jetzt so schlimm nicht gewesen, aber hier muss dieses Abstandsröhrchen sein. Alter! So, Mittelkulisse, weiß der Henker was. Das können wir rausnehmen. Nächster Bauabschnitt. Wo kommt das Kindchen hin? Da gibt es in der Mitte. Ach so, das ist ja nicht so schlimm. Das kommt hier rein, ja. Das war leicht. Das kann ich sogar. So. Einen so einen. Gottchen. Dann brauchen wir
den. Zwei davon, seid doch nicht so unverschämt. Was, wenn ich nur noch einen habe? Dann habe ich einen Fehler gemacht, oder? Und ein Elfer. Hm? Das ist er hier, genau. So. Das vierte. Eins, zwei, drei, vier. Und andere Seite. Habe ich nur einen genommen. Auch ins vierte. Das Ding in einem. Ist auch der falsche. Das Ding in die Mitte. So, dann kommt hier oben Nupsi drauf. Und die hier werden hier aufgesteckt. Okay. Soweit haben wir das. Das Ganze kommt wohin? Auf die beiden mittleren Achsen und ein Pin. Da sind die beiden Achsen und da ist der Pin. Die Frage ist jetzt, in welcher Höhe? Huh? Der letzte auf den Pin, der dritte das so haben. Ja, so wird eine Schuh draus. So kommt er da rein. Perfekt. Leute, Leute, Leute. Lasstet euch gesagt sein, wenn dies Ostern. Bautag, Aufzeichnungstag. Gell? So, die 111. Was? Das letzte, also hier rein. Ah ja, macht Sinn, okay. Wenn es denn reingehen würde. Aber ich sag euch was, wenn man das mal komplett wieder auseinander nimmt, der zweite Zusammenbau dann tatsächlich geht gut von der Hand. Auf jeden Fall. Aber seht ihr das? Ne? Jetzt, wo was nicht mehr, wo ich meine gelben Nupsis habe, haben wir auch keine frei hängenden Achsen mehr. Ne? So, das haben wir auch drin. Langsam wird es stabil. Wir machen die Kiste leer, das sage ich euch. So. Vier Stück davon, zwei Stück hiervon, eins und eins. So, da steht die 14 drauf. Steht die 13 drauf. Hier steht die 1 drauf. Hier steht die 2 drauf.
Also wären das diese beiden, okay. Na gut, dann gucken wir uns das mal an. Wir haben das Bauteil mit der 2, das war schon richtig. Es ist schon spannend. So, das haben wir hier. Der andere, der kriegt seine Nupsis. Hier. Was ich jetzt gerade nicht kapiere. Ach so, das ist da schon dran. Alles gut. Ja, sieht sehr schön aus. Auch noch 2 Nupsis da rein. Ich sollte öfter Lego bauen. Mal gucken. Jeden Monat ein Set oder so ähnlich. Man gönnt sich ja sonst nichts. So, das haben wir fertig. Das wird aber noch nirgendwo angebaut. Sieht aus wie so eine Priestermütze. So, dann haben wir den einen, den wir eben nicht wollten. Wo bist du? Ich habe dich versteckt. Einmal. Ein Winkel. Dann schon wieder so komische schwarze Teile. Die machen mir schon wieder Angst hier. So, einmal. Zweimal. 2 blaue lange. Zwei hiervon. Das Teile finden wird jetzt immer leichter. 2 hiervon. Guck, und jetzt hätten wir nämlich zu wenig gehabt. Eins. 2. Das sind nämlich die, die ich da vorne wieder rausmontiert habe, weil sie falsch gesessen haben. Die hätten jetzt gnadenlos gefehlt, liebe Leute. Und wieder eine Platte. Auf die Platte kommt dann tatsächlich kein Aufkleber. So. Hier kommst du drauf. Du gehst nach vorne weg. So. Dann die hier. Was soll das denn halten? Wie sollen die denn da halten? Seid ihr doof? Machen wir später da rein. Keine Ahnung, wie das halten soll. Macht selbst so keinen Sinn. Hält das denn, wenn ich... Nee.
Das ist mir doch alles sehr suspekt gerade. Diese Dinger, die kannst du erstmal von Weitem da reinschmeißen. So rum da drin sitzt. Kommt das Teil dahin? Dann soll das. Guck mal, so hält er dann plötzlich. Okay. Aber auch nur mit guten Zureden, du. Ganz ehrlich. Bloß nicht anpusten, dann fällt er raus. Diese Idioten, mal ganz ehrlich, die hätten vorher schon darauf hinweisen können.
fällt dir nämlich jetzt ein, wo es zusammengebaut ist, wisst ihr? Gut, beleuchtet ist es nicht. Egal, das kommt jetzt wohin? Das wird da drauf geklipst bzw. eingesteckt. Nehmen wir uns das mal ran. Da aufgesteckt wahrscheinlich. Oh, hier sind... So, warte mal. Doch. Da aufgesteckt. Da ist der. Echter Blindflug hier gerade. Genau. Das war mir nämlich so klar, dass das abfällt. Schon wieder alles auseinander. Ganz schön eng hier. Da hilft auch dieser Abstandhalter nicht ganz viel.
kann man so einen Scheiß nur so locker anbauen, ganz ehrlich. Aber es ist im Prinzip genauso wie mit dem Gaspedal. Und das Ding hast du nur einmal in der Hand und das ist immer. Jetzt hält der Scheiß hier nicht. Es ist vollbracht. Ja, nee, nicht wirklich. So, machen wir noch zwei Bauschritte. C123, ja, jetzt werden schon wieder so viele Dinge angebaut. C125, C126, das sind nur noch D-Sachen. Das gucken wir uns dann später. Komm, wir machen das jetzt fertig, scheiß was drauf. Wir haben so viele Folgen, die so lang sind. Da kommt es dann auf die auch nicht mehr drauf an. So, wir haben einen von diesen, nee, Quatsch, 6 von diesen, 2, 3, 4, 5, 6, einen von denen, den da, 2 hiervon, den 5er, und Imsen. So. Du kommst hier rein. Du hier. Du hier. Und sind das die letzten drei? Ja. Eins, zwei, drei. Hier der letzte, hier der davor, dann haben wir den, 1 und 2, baut sich hier rein. Perfekt. Ja, man kann es auch drehen, für Dumme steht es dabei. Eine 11er, eins, zwei, drei, zwei bleiben frei, da kommt er rein. Und der hier steckt hier drin. Auch cool. So, next. Jetzt kommen hier die letzten Teile zum Vorschein. Ne? Den da, ein Platten-Einer. Dann ein Eier, einer mit Punkt. Dann zweimal diese grauen hier. Einen von denen, den Vierer, irgendwo muss auch noch ein Dreier rumschwirren, nämlich hier, dann dieses komische Gebilde und nochmal ein Panel. So,
Dann drehen wir das Ding um. Und diese beiden kommt er dran. Und das letzte, ja. Ja. In die andere Richtung 3-2, der da drauf. Das ganze Ding kommt dann hier neben. Sehr schön. Der kommt hier hin. So. 116. 117. Ein Dreier und ein Fünfer. So, der Fünfer. Das letzte Loch hier rein. Der Dreier mit seinen beiden Dingern hier hin. Auch schön. 118. Dann brauchen wir ihn. Wir drehen das Ding wieder um und du kommst hier rein. So, 119, einen hiervon, unseren Punkt. Warum? So, 120. Die Gegenseite, den können wir da drin lassen. Einen von diesen dazu. Einen hiervon dazu. Jetzt brauche ich... Ach so, ich wollte gerade sagen, haben wir nicht mehr. Das sind ja ganz normale Pinne. Zwei Stück. Vier lange blaue. Ein dann ein Dreier, zwei von denen, einmal den und Bauteil 14. Die ziehen wir durch, so viele Teile sind sie mehr hier. Wo fangen wir an? Erste, zweite, dritte. Mit dem kurzen Stiepel dadurch. Dann bleibt einer frei. Dann kommt er da rein. Noch einer frei. Dann kommt er. Noch einer frei. Dann kommt wieder so einer. Dann kommt er, bleibt einer frei. Kommt einer von der anderen Seite. 1, 2, 3, 4. 4 Löcher. Passt. So. Das ist jetzt ein Vierer. Ein Vierer hier auf den schwarzen. Dann haben wir den Dreier. Wieder andersrum. Okay. Der kommt dann so rum. So, der Dreier hin und nicht der Zweier. Der hier. So. Und daneben der hier, gell? Alter, meine Nase bringt mich schon wieder um hier. So, dann auch hier. Gleiches Spiel wie auf der anderen Seite.
das kommt dann hier in das. Letzte Loch. So. Jetzt haben wir so viele Teile hier. Der hier kommt dann hier drauf. Dann haben wir einen Pin. Wo sind das Panel? Da. Der Pin kommt hier ins zweite. Ins zweite kommt auch er hier. Ganz wunderschön, ne? Und so liegt es. Oh, Herrgott, nochmal. Der passt ja auch nur in eine Richtung. Und der... so da drauf. Naja, so wird ein Schuh von oder so ähnlich. Und das Ding hier schon wieder ein Fehler drin. Das schließt wieder nicht so ab, wie ich das will. Mando! Aber das ist genau das, was ich meine. Du baust es 10.000 Mal auseinander. Die Anleitung ist so dermaßen unübersichtlich, dass du im Grunde genommen überhaupt nicht weißt, wo du was reingesteckt hast oder nicht. Das heißt, wenn du echt schlecht gucken kannst, so wie ich, dann hast du wirklich dein Problem damit. Dann baust du diese Sachen auch dreimal. So, das lassen wir erstmal so liegen hier. Aber hier rum geht es. Das passt ja überhaupt nicht. Dann hast du nämlich diese Defizite da drin, weißt du? Wenn ihr hier was durch die Gegend poltern hört, das ist meine Katze. Und Entschuldigung, dass die Folge wieder dreimal so lang wird wie üblich. Wenn man halt so dumm ist zum Bauen, dann muss man das eben alles dreimal machen. Das hilft ja alles nicht. Aber wenn, dann baue ich wirklich alle Bauschritte neu. Hat bei dem anderen im Prinzip auch entsprechend... geholfen. So.
wenn wir anfangen von hinten. Eins, zwei, drei. Und vorne einer ist Nummer vier. Und dann kommt hier einer rein. Zwei bleiben frei. Und hier kommt einer rein. Wunderbar. So. Hier kommt der. Und hier kommt der. Perfekt. So. Dann brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5. 5 Löcher. Dann diese Stange und der Winkel war es. Diese Stange mit dem vorletzten Loch auf die blaue Achse. So. Der Winkel. So, das passt auch. Sehr schön. Dann haben wir das Ding gebaut. Wir brauchen den und das hier. So, jenes welches, das muss so rumgedreht werden. Jenes welches kommt so da drauf, dann schließt es hier hinten mit ab. Genau. Und hier vorne kommt das Baby drauf. Schön. Und das Ding eben hier. Auch gut. So, jetzt geht es weiter. Jetzt brauchen wir 2. Genau, ein Fünfer und ein Dreier. Der Fünfer kommt hier ins letzte Loch und der Dreier mit seinen beiden hier rein. So, dann haben wir das auch. Dann wird das ganze Ding wieder umgeklappt. Dann kommt das Teil, was wir hier gerade gnadenlos rausgerissen haben, entsprechend hier hinten rein. Jo, haben wir das auch fertig. So, jetzt kommt die Stufe, wo wir gescheitert sind. 15er. Die dritte Bohrung. In die fünfte ganz durch. Bleibt wieder einer frei. Nächste. Ganz durch. Bleibt wieder einer frei. So rum. Bleibt wieder einer frei. So rum da rein. Und hinten müssten wir jetzt noch 1, 2, 3, 4 freie haben. Und die haben wir auch. Perfekt. So. Jetzt geht's los. Jetzt brauchen wir so ein Fünfer. Da drauf. Ist das korrekt? Jawohl. Der Dreier
direkt daneben. Sehr schön. So, und ein Fünfer. Hier hin. So. Jetzt wird das Ganze gedreht. Machen wir das hier. Dann kommt der 7er hier hinten vor. Irgendwie waren wir an der Stelle schon mal heute. Achso, ich habe übrigens vergessen. Hier. Der kommt so rum. Aber das ist doch das falsche Panel. 14. Okay, nee, ist richtig. Kommst. Guck mal, wie schön das passt, wenn man es richtig macht, ne? Ich weiß jetzt nicht, wo der Fehler war, aber naja. So, und der zweite kommt dann hier durch. Genau, genauso wie dieses Loch bleibt. Interessanterweise. Obwohl das an dieser Stelle hier. Wir haben da einen vergessen. Guck mal. Der kommt da vor. Wir haben da bestimmt einen vergessen reinzubasteln. Welche Stelle ist denn das? Stimmt was nicht. Das hier soll viel weiter rein grundsätzlich. So eigentlich. Das hieße aber, dass wir den hier hier durchs zweite Loch. Zu blöd zum Zählen, ey, aber wirklich. Mann, Mann, Mann. Kann man so dusselig sein. So, 13. Dann haben wir hier. So ein.
sehr filigran. Okay, und das Dingen soll jetzt, okay. Leer. Das Teil soll jetzt da vorne drauf, ja. Und zwar so rum. Passt doch gar nicht. So, das Loch an den blauen Pin. Ah ja, okay. Hier dran, okay. Kannst du jetzt auch wieder nur erahnen. Weil du siehst ja nichts. Ich habe irgendwo eine Taschenlampe, aber ich weiß nicht wo. Alter, das ist duster wie die Nacht hier, du ganz ehrlich. Aber hier müssen wir rein, in den da. Wie, das weiß ich auch noch nicht. Es war mir klar. Das war mir so klar, dass diese Scheiße abfällt. Ey, ganz ehrlich. Das ist das, was einen dann hier immer schön zur Weißglut treibt, dass dieser ganze Mist abfällt. Ich weiß nicht, wie der das jemals vernünftig zusammenbekommen hat. Ganz ehrlich, da muss die Bauweise irgendwie eine komplett andere gewesen sein. Hier jetzt, das ist. Ich den jetzt abziehe. Das ist vielleicht einfacher. Jetzt den hier einfach drauf setze. Hier vorne auch. Wir gehen hier mal eine andere Bauweise an jetzt. Da drin. Das könnte ich theoretisch. Den da reinsetzen. Das hat funktioniert auch.
Das Ding ist auch schon wieder ab. Es ist zum Kotzen, ganz ehrlich. Wie kann man das so mistig da dran machen? Überall, wirklich überall steckt irgendwo so eine verfickte Achse drin. Nur da, wo es drauf ankommt, da wird so ein Fusch gebaut, oder? Ganz ehrlich. Oh. Könnt kotzen gerade, wisst ihr das? Siehst du hier nichts. Ich weiß auch nicht, warum das hier drehbar gelagert sein muss. Kannst du abhaken. Kommt Patex dran, ganz ehrlich. So, das geht so. Wenn ich das jetzt nämlich von hier aus dann gegendrücke, dann ist das untere nämlich wieder raus. Wetten. Kommst natürlich mit den Fingern dann mal rein. So, und jetzt kommt hier die beiden. Das ging jetzt sogar relativ gut. Nichtsdestotrotz ist diese blöde Tachoanzeige da immer noch nicht wieder drin. Noch eine Abstandhülse, die da rumwuddelt irgendwo. Alter. Also ich versuche dieses Scheißding da irgendwie da reinzukriegen. Ey. Aber nicht jetzt. So, das ist drin. Dann zwei Stück hiervon. Da kommen jetzt hier diese Pömpel drauf. So. Und ein und zwei hiervon. Oben kommen die rein. Die müssten dann, das müsste dann dieses hier sein. Einmal. Zweimal. Und die kommen wo rein?
nur das Panel haben an den äußeren. Okay. Das wäre dann hier. Ist dem so? In den unteren, genau, im Querbalken. Ja. So ist es besser zu erkennen. Also auf die Ecke hier rein. Also wenn es zusammen ist, was den Innenraum angeht, definitiv nichts mehr anrühren. So, das nächste wäre dann die Hochzeit mit dem Hinterteil. Ich versuche jetzt erstmal dieses Cockpit da wieder reinzubekommen. Dann schauen wir mal, dass wir das Vorderteil mit dem Hinterteil zusammenkriegen. Und dann geht es mit der Idee. Das Zusammenflanschen, das werde ich wahrscheinlich dann auch offline machen. Ein paar Teile sind übrig geblieben. Ich hoffe, die fehlen nicht tatsächlich irgendwo. Ich bedanke mich erstmal bei euch und sage mal bis zum nächsten Mal.